gehen wir wieder runter. Da scheint es ja weiter zu gehen. Wartet mal. Ich kaufe mal diesen Ring von dem einen Typ das hier oben. Ich glaube, der ist nicht ganz unwesentlich. Welcome, our guest. Tell me. Gone so soon. Be safe on your travels. Ja, halt die Goschen. Aber danke trotzdem. So, gegen was kann ich das denn ablegen? Ring des Bindens? Ich weiß gar nicht mehr, was die alle machen. Wie kann ich denn lesen? Was der kann? Begrenzt den TP-Abzug, der ist wichtig. Der erhöht körperliche Angriffe, den könnte ich theoretisch ausziehen. Der erhöht maximale Belastung, kann ich nicht ausziehen. Und dann habe ich hier noch erhöht Ausdauerregeneration. Ausdauer ist wichtig. Dann nehmen wir den Ring der Klingen ab. Ach, ich hatte schon so einen von diesen Knöchelringen. Oh, dann bin ich jetzt wieder befreit von jeglicher Last. Weil wir ja direkt am Bonfire sind. Deswegen kann ich jetzt wieder jeglichen Scheiß machen und auch sterben und eigentlich kann mir nichts Schlimmes passieren. Ich versuche die hier auf jeden Fall mal nach und nach zu erwecken. Kein Bock, dass direkt der ganze Saal wach wird hier. Ja, ich war ja nicht invincible dadurch, dass ich... Oh, das ist so einer von diesen Endbossen. Habe ich auch schon mal besiegt hier. Ja, deutlich weniger HP, das ist sehr gut. Das ist doch noch eine Falle aus hier, ne? Was sind das überhaupt für komische Räumlichkeiten? Wofür braucht man hier so einen komischen dunklen Saal ohne Fenster? Oh, da ist da noch einer von denen. Ich hab's mir fast gedacht, dass hier wieder mehrere kommen von denen. Nicht staggern und nicht backstabben. Aber töten! Zumindest vorerst. Pharos Wahrheitsverkünder. Von den Dingern habe ich inzwischen auch wieder einige. Das ist noch ein richtig großer Typ. Guck erstmal hier vorne, ob hier noch welche aufstehen. Direkt zwei. Ach, die gehen dann nacheinander auf die Türen, wenn ich die Kerle besiege. Hi Deathcool. Hallöchen. Würde ich auch gerne öffnen, danke. Ah, da ist ja der dritte. Na, komm her. Ihr wart mal ein Boss. Pussys. Aber die hatten, glaube ich, auch mehr AP. Aber, oh oh, nichts früh freuen. Ich bin ein bisschen übermütig. Death Cool. Ach so, sorry.
Es ist so dunkelblau bei mir, dein Name angezeigt im Chat, deswegen dunkelblau auf fast schwarz liest sich so schlecht. Mastodon-Großschwert. Nett. Gucken, was das kann. Mastodon-Großschwert. Info. Großschwert der Urritter, die das Schloss von Drangleic verteidigen. Die brachialen und mächtigen Urritter führen dieses Schwert wie einen väterlichen Zweig. Normale Krieger haben jedoch aufgrund des enormen Gewichts bereits beim Hochheben ihre Mühe. In einem geheimen Anwesen führte man einst in Drangleic angeblich schreckliche Experimente durch. Fürst Aldia gilt als Urheber dieser Untaten. Okay. Wie sehe ich denn nochmal, womit das skaliert? Muss ich wahrscheinlich hier hin, ne? Upsi. Oder ein Großschwert. Skaliert BE auf Stärke und Geschick. Ja. Aber ich glaube, ich habe schon so ziemlich die geilsten Waffen im Spiel. Ich bin zumindest sehr zufrieden. Aber dumm. Einfach dumm. Aber ehrlich gesagt verstehe ich doch nicht, gerade nicht, warum der so komisch geschwungen hat. So komisch zur Seite, statt nach vorne. Ist schon wieder einer von den Typen drin. Wie viele gibt es denn von denen noch? Ja, hinter der Tür steht nichts. Wollen wir auch mal checken. Hier ist schon wieder einer von denen. Na, Obacht. Dass der gleich noch aufwacht. Mal hier aufräumen. Finsternisfall. Sieht irgendwie so aus, als würde es hier weitergehen fast, ne? Ja, dann heben wir uns den Gang erstmal nochmal auf. Kann sein, dass es dort weitergeht. Dann hole ich erstmal den einen Typen da hinten raus. Versucht auszuweichen, ne? Aber nicht geschafft. Ah, alleine können die gar nicht mehr so viel. Oh! Ein Dreierpack damals war eigentlich schon übel. Vor allem die Reichweite von denen, ey, die war echt richtig fies. Aber nicht. Blind reinstürmen, immer schön in die Ecken gucken. Ring des königlichen Soldaten. Was kannst du denn Schönes? Was ist er denn? Der letzte wahrscheinlich, wa? Ja. Oh, Ring des königlichen Soldaten plus 1. Den habe ich sogar ausgerüstet. Nehme ich natürlich den besseren. Ach, ist das der die Ausrüstungs... Er hat maximale Belastung. Ja, nice. Ja, theoretisch könnte ich jetzt sogar beide anlegen und noch stärkeren Rüstungsshit anlegen, aber wir alle wissen, dass Rüstung eh überbewertet ist. Oh, der. Oh, oh. Das war, glaube ich, ein Fehler. Oder doch nicht? Okay, ich dachte, die greift mich jetzt auch noch an. Dann hätte ich nämlich erstmal den einen hier besiegt, bevor ich den zweiten angegriffen hätte. So, aber dieses Türchen geht doch bestimmt auch noch auf hier, oder? Nicht? Da ist ein Leuchtfeuer hinter, oder was? John, gib mir das Leuchtfeuer! Wahrscheinlich muss ich da von der anderen Seite durch, wa?
okay. Ich dachte gerade, hier läuft noch irgendwas anderes außer mir rum. Sucht Feind. Hab ich's irgendwie verkackt? Oder? Nee, kann eigentlich nicht sein. Wahrscheinlich müssen wir von der anderen Seite durch. Was war denn hier jetzt eigentlich noch los? Ich bin von da gekommen und hier kann ich ja auch noch runter. Kann ich auch noch gar nicht gucken. Wahrscheinlich geht's hier nicht weiter. Ja, komm du Bubi. Ich mach dich im Schlaf. Komisch, dass er den jetzt wieder nicht gewechselt hat. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Ja, da muss ich wahrscheinlich den König Vendrick erstmal für killen. Oder treffen, keine Ahnung, ob er gut oder böse ist. Ich spiele auch Dark Souls 2. Beide gehen nicht. Was meinst du mit beide gehen nicht? Das ist jetzt schon vor 2 Minuten geschrieben. Ich habe es leider zu spät gesehen. So, du wachst doch bestimmt auch auf. Irgendjemand wacht hier auf. Nur du? Einer von euch Lullis hier? Fast nicht glauben. Gefrorene Blumen. Ich habe auch wieder einige von diesen Branches bekommen. Seele eines Helden, Lebensstein, Klosteramulett. Ich schwöre euch, irgendwann wachen die alle mal auf hier, die restlichen Versteinerten. Zurück. Nicht, dass mir irgendwas hier auf der Treppe in den Rücken fällt. Da habe ich mal überhaupt keinen Bock drauf. 2 Ringe. Du kannst nicht 2 gleiche anlegen. Ach so, das geht nicht. Echt nicht? Bist du echt? Die Dinger sind richtig ätzend, diese Schildkrötenkrieger. Wer stellt sich diese Statuen hier hin? Ich meine, so sind die ja eigentlich gar nicht so hässlich, aber so wie sie aufgestellt sind. Für ein Geräusch. Also wie die aufgestellt sind, ist es nicht sehr schön. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, da rauszuspringen, wenn das denn überhaupt geht. Zweifle ich nämlich auch mal stark. Oh, 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 irgendwas wacht hier auf. Wer oder was wacht hier auf? Einer von unten oder was? Oder von oben. Okay, das sieht nicht gesund aus. Ah, du bist aufgewacht, wie es aussieht. Schießt der mit Säurepfeilen da oben? Was für ein Arsch. Der mit Säurefeind schießt. Wieso leuchtet dieser Spiegel so extrem? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube, hier in die Säure zu laufen wäre ziemlich dumm. Auch wenn da Items liegen. Kann ich von hier noch irgendwas sehen? Oder ist. Da liegt eine Truhe, oder? Säurepfeile. Ja. Habe ich vielleicht irgendeinen Ring oder sowas, der meinen Säureschaden reduziert?
glaube, ich habe fast alles, aber nichts, was gegen Gift oder so hilft. Falls es überhaupt Gift ist. Wenn, dann würde ich sagen, das ist Gift oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Sachen sogar kaputt gehen dabei, wenn ich da reinlaufe. Also, dass meine Rüstung uns so Schaden nimmt. Ich meine, das gab's... Ja. Ich meine, das gab's bei Dark Souls 1 auch schon mal. So ein Säurezeug, was... Dumm! Uhuhu, das war richtig knapp. Der lässt sich staggern. Boah, du Saftsack. Verwundetet er mich quasi. Ich glaube, ich habe auch nicht das richtige Schild an. Raid! Hey Goku! Hey Aziel! Hallo ihr beiden. 10 Raiders von Behemoth. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hey, Hallöchen zusammen. Na, ihr lieben Raider. Bitte tut mir nichts. Königsdrachenschild plus 10. Das hat doch 100 auf... 100 auf physisch. Wieso habe ich ihn denn gerade nicht parieren können? Hat er da was anderes als physischen Schaden gemacht, der Typ? Die wachen wieder auf, das dachte ich mir fast. Uiuiui, die sind auch wieder da. Die Dicken. Okay. Dumm. Nein! 20.000 Seelen weg. Oder wie viele waren es? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt doch der ganze Raum auf einmal kommt, nur wenn ich da rechts um die Ecke biege. Euch. Ja, ich hoffe, dass ihr auch ein Weilchen bleibt. Hallöchen zusammen. Jetzt habt ihr mich so nervös gemacht, dass ich direkt gestorben bin. So schlecht habe ich eben nicht gespielt. Glaubt mir wahrscheinlich jetzt eh niemand, ne? So, wieso kam jetzt gerade der ganze Raum? Für deinen Follow, Goku. Herzlich willkommen. Auch du besitzt diese Macht. So, komm her. Ihr baut. Baut irgendwie einen passiven Druck auf jetzt auf mich, dass ich jetzt richtig scheiße spiele. Deathcrew, du bist mein Zeuge, dass ich bis gerade nicht so schlecht gespielt habe. Boah, es tut ja weh. Du glaubst mir. Na, Aziel, dann wenigstens einer. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach durchlaufen soll. Warte mal. Aber nicht in die Richtung. Falsche Richtung. Ich versuche mal durchzulaufen. Ich hoffe, die verfolgen mich nicht ewig. Hier war ja auch nicht so viel, was hier kam. So, hier war nur der... Hier war nur einer, oder? Nee, war gar keiner, der hier aufgewacht ist. So. Die Großen kommen hier eh nicht durch den Gang. So, hier ist nur der Gift-Typ und der eine. So, und jetzt kommt hier das schöne Phantom wieder. Gehe ich mal von aus, oder? Kein Phantom diesmal? Okay, komisch. Ruhig, Brauner. Ja, ich versuche mich anzustrengen. Okay, ein Raum voller Masken. Ja, Zuschauer. Was ist das für ein cooler Fisch, Aziel? Wo warst du den denn? Okay, hier passiert doch irgendwas. Ah, aber die Kiste ist echt. Ja.
Klasse. Vergiftet. Habe ich Gegengift? Erstmal einen Lebensstein nehmen. Irgendwo habe ich bestimmt auch ein Gegengift, was ich natürlich jetzt nicht ausgerüstet habe. Ist hier vielleicht der grüne... Habe ich doch sogar ausgerüstet. Hat er gerade wieder irgendjemand auf mich geschossen? Große Seele eines tapferen Kriegers und Kitzern ist Titanit. Auch kein Mensch. Aua. Ach, die schießen die ganze Zeit auf mich. Oh, ich bin aber auch dumm. Ich dachte, das wäre nur in dem Moment gewesen, wo ich die Kiste geöffnet habe. Okay, dann müssen wir da scheinbar durchrollen durch den Raum. Aus anderen Smileys zusammengebaut als Standardkram. Ja, ich meine jetzt den Fisch. Ist das ein Standard-Smiley? Eher nicht, oder? Den hast du bestimmt irgendwo durch einen Sub oder so bekommen. Na super, jetzt habe ich zwei von denen. Ja, da hätte ich dodgen müssen. Nein, jetzt habe ich noch einen dritten geholt. So, Nummer 1. Der eine ist ein bisschen passiv, das gefällt mir. So, jetzt bringe ich euch irgendwie beide dazu, mich anzugreifen. Wollen sie aber nicht, die Schweine. Komm schon, greift mich an. Was hat er da mit mir gemacht gerade? Ist das Wahnsinn? Nummer 1. So, dann finde ich dich jetzt auch. Mehr Subs habe ich nicht. Alles Standard, okay. Dein Standardsmelding kenne ich noch gar nicht. Ist das hier die Königin? Wahrscheinlich, ne? Sieht ziemlich groß aus. Ziemlich lange Beine, oder? Es ist falsch gemalt. Fossiler Drachenknochen. Aber ich glaube ja, früher sind die Leute sowieso immer anders gemalt worden, als sie in Wirklichkeit aussahen, oder? Zumindest zu Könige und so. Ich glaube, da hat sich kein Maler, hätte sich die Freiheit genommen, den König so richtig hässlich und fett und so zu zeichnen, wenn er in Wirklichkeit richtig hässlich und fett gewesen ist, was bestimmt viele Könige waren, weil die haben ja, glaube ich, nicht viel gemacht, außer auf ihrem Thron zu sitzen und zu fressen und zu saufen. Ach, das ist das Gemälde, was mich wahnsinnig macht. Verflucht. Ah, okay, dann ist sie auf jeden Fall schon mal eine böse Hexe, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Hat sie hier das ganze Schloss verflucht und ja, ist dafür verantwortlich, so wie es heute aussieht? Der nächste Finstergeist. Scheint relativ schnell zu sein. Mit seinem Dolch. Easy. Menschenbild. So, macht ihr auf? Scheinbar nicht. Dann kann ich mich irgendwo um die Bogenschützen, also um die Armbrustschützen kümmern. Jetzt macht er doch auf, oder? Ja. Komm schon, lass mich durch. Und der Wechsel hat jetzt wieder geklappt. Super komisch. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich nicht hinter ihm war. Und eben, wo ich hinter ihm war, hat es nicht geklappt. Super komisch. Naja. Meint ihr, die Königin, die kann mich vielleicht beobachten durch die ganzen Spiegel hier? Die leuchten so komisch. Sonst würde mich jemand beobachten von der anderen Seite. Als würde irgendwie das Licht aus dem Spiegel herausfallen aus einem anderen Raum. Ja, ich wittere den ersten Boss in diesem Gebiet irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam ist es an der Zeit, dass ein Boss kommen könnte. Wir sind jetzt auch schon ein Weilchen gelaufen vom letzten Bonfire.
Entweder bekommen wir jetzt einen Shortcut oder einen Bonfire oder einen Bosskampf. Da ist die alte Hexe. Aber es ist, glaube ich, nicht die echte, oder? Sie sieht ziemlich groß aus. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Mhm. Das heißt wohl, dass du auf dem wahren Thron sitzt, wa? Und die beiden Throne unten? Was ist die Mehrzahl von Thronen? Throne? Throne? Throns? Keine Ahnung. Sind nur Fake oder was? Ich weiß nicht, ob Vendrick der Böse ist oder du, oder ihr beide. Wir haben keine Verwendung für zwei Herrscher. Heißt das, ich kann mich entscheiden, wen von beiden ich töte? Versucht Schützenposition und dann Fluch. Ich weiß nicht. Ich habe auch überlegt, sie mal zum, mit... Okay. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Bis hier. Okay, da erwartet mich doch irgendein Bosskampf. Na gut, eigentlich bin ich ja gut vorbereitet. Ich habe eigentlich noch alle Flasks. Eine nehme ich jetzt. Ich habe relativ wenige Seelen, also eigentlich kann ja nichts Schlimmes passieren. Schauen wir mal, was hier abgeht. Bosskampf, Drachenreiter, fuck! Ist es Ornstein und Smaug? Ein Vetter ist auf jeden Fall schon mal am Start. Nein! Was hätte ich den ersten schon gehabt? Weiß nicht, ob ich ihn einfach töten darf. Okay, er ist eh der nicht so angeschlagen, ne? Oh! Sensor, er ist schon aggressiv hier. Schild raus! Oh Gott. Welcher ist der nicht so der angeschlagen? Der dunkle, ne? Der da hinten. Alter, ich hab dich geblockt! Ich will den anderen haben. Genau. So, jetzt habe ich nur noch einen. Ich hoffe, der wird jetzt nicht super stark. Ich bin so super dumm einfach. So, eigentlich kann ich ihn jetzt relativ easy ausmanövrieren, oder? Eins, zwei, drei, tot. War's das? Easy. Okay, war irgendwie super schlecht gekämpft von mir, aber die konnten ja gar nichts. Drachenreiterseele. Den packst du easy. Ja, easy. Also entweder bin ich ziemlich OP, dass meine Waffen und so einfach schon viel zu stark sind. Was heißt viel zu stark? Ich bin ja... Früher hätte ich ja gar nicht herkommen können. Aber der konnte ja wohl mal gar nichts, ne? Oder bin ich einfach so furchtbar gut? Danke, Goku. Da ist der Typ mit seinem Fake-Schwert. Oder hat er inzwischen das echte? Machen wir mal das Leuchtfeuer an. Dann sprechen wir mit dem Kerl hier. Wie hat er es überhaupt hierher geschafft? Der saß doch in meinem Wald und alle Türen waren verschlossen. Außerdem ist er voll der Bobo. Dass er es hierher geschafft hat, wundert mich. Beings slumber in this land. I sought
Ich glaube, das hat er mir schon mal erzählt. Über sein blödes Schwert spricht er gerne. Ich finde geil, dass er mit dem Schwert scheinbar fechten möchte. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass das Schwert, was er hier mit sich trägt, gar nicht das echte ist. Das ist ja, glaube ich, dieses Mondlichtschwert oder so heißt es. Und ich glaube, das... Kann ich das nicht sogar schmieden lassen aus einer Bosswaffe? Er hat auf jeden Fall nicht das echte dabei, glaube ich. Und kurz AFK, muss mal den Dreschflegel an meinen Dreschflegel was machen. Was ist ein Dreschflegel? Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte, Asiel. Ja, man muss, muss man kaufen beim NPC. Ach so, das Schwert. Shot.